Wir haben gelesen, du hast ein Feldforschungsprojekt, genau. Mira Collins. Ja. Worum geht's da? Was machst du? Eigentlich geht es um meine zwischenmenschlichen Begegnungen in Wien. Also ich verarbeite das in Kolumnen und Feldforschung heißt ja so, ich gehe raus und setze mich mit Wien auseinander. Das heißt, du betreibst Recherche und überlegst dir auch zum Beispiel, wo könnt ihr halt hingehen, welches Café, quasi wo ist viel los, oder lasst du das auf dich zukommen? Das hat sich ja mehr so entwickelt. Also ich habe das ja 2011 angefangen und ich gehe einfach viel aus und bin halt neugierig, ja, und das hat sich eigentlich, also es gibt dann schon so Themen, zu die ich mir dann irgendwann mal so setze und sage, okay, ich gehe mit einer Frage irgendwann mal raus und so, aber das ist letztendlich, also es ist jetzt nicht so bewusst, dass ich jetzt sage, das will ich heute Abend erfahren oder so. Es ergibt sich dann schon mehr. Also jetzt nicht so richtig journalistische Tätigkeit, sondern einfach wirklich, es geht um die zwischenmenschlichen Begegnungen, die dir einfach im Alltag passieren quasi. Genau, ja. Glaubst du, bist du so eine Art Muse auch für gewisse andere Menschen, also Künstler, oder inspirierst du zu Projekten? Von sich selber das zu behaupten, ist ein bisschen hart. Ja, ich bin Muse. Ich glaube schon. Also es findet auf jeden Fall ein kreativer Prozess statt. Und natürlich ist es schön und es freut mich natürlich auch. Und ich wäre nie davon ausgegangen, als ich da vor 14 Jahren damit angefangen habe, dass das so quasi dabei rauskommt, weil es ja wirklich eine persönliche Leidenschaft ist und nicht irgendwie gemachtes Konstrukt, dass ich mir gedacht habe, ja, ich will damit auffallen, ich will irgendwie eine Figur werden oder, keine Ahnung, oder ins Fernsehen oder berühmt oder sowas. Ja, also das war jetzt nicht so meine Intention. Du machst es einfach für dich selbst. Ja. Und ich glaube, auch wenn man das nicht für sich selber machen würde, würde man es nicht durchhalten. Also ja, und ich glaube, du würdest es auch nicht jeden Morgen dann machen wollen. Und wie ist das, wenn du sagst, Stichwort auffallen, wie ist das zum Beispiel, wenn du jetzt in Wien durch die Straßen spazierst, weil ich würde sagen, Wien ist ja doch eher konservativ, was Mode angeht. Ja, es gibt so ganz unterschiedliche Reaktionen. Auf jeden Fall werde ich angeschaut. Ich bin natürlich auffällig hier und es wird auch kommentiert, sowohl positiv als auch negativ. Ja, also das kommt immer darauf an, wo man sich auch bewegt und zu welcher Tages- und Nachtzeit, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber es ist halt, ja, man wird die ganze Zeit angesprochen und es wird schon, also es ist ein Thema.